Alexandra Pervolescu, besser bekannt als Mut- oder Wutwirtin aus Linz, sorgte im Jänner 2021 für Schlagzeilen, als sie ihr Lokal, das Badcafé, trotz Lockdown öffnete. Der Grund, man würde sie um ihre Existenz bringen. Dafür bekam sie eine Verwaltungsstrafe von immerhin 5.000 Euro. Diese und weitere Strafen kann die Linzerin nicht zahlen. Sie sitzt diese nun im Polizeianhaltezentrum Linz ab. Wie hoch die Verwaltungsstrafen sind, will Alexandra Pervolescu nicht sagen. Seit Samstag muss die Wirtin jedenfalls 42 Tage hinter schwedischen Gardinen verbringen. Vor ihrem Haftantritt lud die 52-Jährige noch zur Knastparty in ihr Lokal. Seit ihrem Aufsperren im Lockdown ist Alexandra Pervolescu vor allem als Mutwirtin vielen ein Begriff. Mein Verbrechen war, glaube ich, also ich weiß es nicht wirklich, aber ich glaube, mein Verbrechen war, dass ich auf einer Kundgebung am 8. Januar am Hauptplatz gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich habe kein Geld mehr und ich bin eine Mama, alleinerziehend von einem 13-jährigen Buben. Wir haben kein Geld mehr und ich muss mein Lokal aufmachen, weil ich keine Förderungen kriege. Das war alles, was ich gesagt habe bei der Kundgebung. Daraufhin wurde ich verhaftet. Und diese Verhaftung war ziemlich derb und heftig. Und das haben hunderte Leute mitgefilmt. Aufgrund dessen wurde dann meine Eröffnung am 11. so riesig. Das war gar nicht mein Plan. Also mein Plan war das nicht. Das resultierte aus diesem Polizeieinsatz. Und plötzlich war ich im Mittelpunkt des Widerstandes, des Leugners. Das war ich gar nicht. Das war nicht meine Intention. Meine Intention war, ich habe keinen Plan B. Und ich muss sagen, dass mein Kind was zum Essen hat. Das war alles. Ihre Aktion bereut die Lokalbetreiberin auch 2 Jahre danach nicht. Ich kriege sehr oft die Frage von Freunden, Fremden, auch von meiner Familie, ob ich es bereue, dass ich mich da so aus dem Fenster gelehnt habe. Nein. Also es gab keinen Plan B. Es war die einzige Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass ein bisschen Geld reinkommt. Und auch mit dem Wissen von heute würde ich es vielleicht etwas klüger machen, aber nicht anders. Es sitzen extrem viele Leute, die kritisch genug waren, einfach zu hinterfragen, sitzen im Gefängnis. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt die einzige Person bin, der das widerfährt. Wie das weitergeht mit der Gesellschaft ist, also hoffen tue ich, dass die Augen weiterhin mehr und mehr aufgehen. Passiert eh schon viel. Befürchten tue ich, dass die Leute nur so mutig sind, wie sie können. Und der Druck einfach so horrend, der Druck ist ja massiv horrend. Die Leute wurden in so einen Angstmodus versetzt, dass sie gar nicht hinschauen können. Und das macht mir ein bisschen Angst, also dass man hinnimmt, bis wir wieder da sind, wo wir schon mal waren. Oder wo, ich habe lange in Berlin gelebt, auch als die Mauer noch stand, wo einfach auch eine DDR war. Wo man aus Gewohnheit, man gewöhnt sich so schnell daran, dass so etwas sein darf. Und nein, sowas darf nicht sein. Sowas darf einfach nie wieder passieren. Viele Unterstützer und Wegbegleiter der Wirtin waren zur Haftantrittsparty gekommen. Auch die Maßnahmenwiderstand bekannte Monika Donner zählte sich zu den Gästen. Rechtlich kann ich es nicht nachvollziehen. Es ist aus meiner Sicht absolut illegal, was da abläuft. Erklären kann man es, finde ich, nur politisch, wenn man erwägt, dass es vielleicht Psychopathen oder Narzissten oder einfach nur machtgeile Typen gibt, die ein Exempel statuieren wollen, damit man der Bevölkerung zeigt, passt's auf, sagt's ja nicht so wie die Pervolescu, sonst geht's hier ins Häfen. Das System wehrt sich, das System weiß, dass es demnächst am Kollabieren ist.
Und da tut man dann halt Sachen, die irrational sind. Wir stellen uns vor Titanic, ja? Die Titanic ist am Sinken und da hat es tatsächlich eine Oberschicht gegeben, die am Deck sitzt und sich beschwert, weil sie wollen die Musik genießen, die sich beschwert, dass in den unteren Rängen die Leute zu laut sind, weil die sind ersoffen nach der Kollision mit dem Eisberg, dem sogenannten. Ja? In dieser Situation sind wir jetzt, nur meiner bescheidenen Beurteilung nach. Aber das ist natürlich alles nur Verschwörungstheorie, gell? Auch aus dem oberösterreichischen Landtag war ein Vertreter bei der Party anwesend. Bis März 2020 habe ich sehr viele Dinge für nicht möglich gehalten. Ich bin in den letzten fast 3 Jahren eines Besseren belehrt worden. Und vor allem, wenn man jetzt weiß, dass zwischenzeitlich mit Studien festgestellt ist, dass die Lockdowns eh nichts gebracht haben, ist es für mich unverständlich, dass Vater Staat ja, mit so einer Härte da durchgreift und jetzt diese Corona-Strafen einfordert und eine Mutter eines 15-jährigen Sohnes, eine alleinerziehende Mutter, da inhaftiert, weil sie ja gewisse Strafen nicht bezahlt hat. Also absolut unverständlich für mich, wenn da mit solcher Härte durchgegriffen wird. Der Anlass ist, dass man jetzt einfach der Alexandra mal nur die Unterstützung gibt und sagt, okay, wir sind da, wir stehen zu dir. Und dass man die Bewunderung ausspricht für den Mut, den sie in der Vergangenheit bewiesen hat und auch den sie ab morgen beweisen wird, beweisen muss zukünftig, wenn es dann jetzt mehrere Tage oder vielleicht Wochen, sie weiß ja selbst nicht, da inhaftiert ist. Ich bewundere sie für ihre Ruhe, weil ob ich so ruhig da sitzen konnte, wenn ich weiß, ich muss morgen so einen Gang antreten, das glaube ich nicht. Und vor allem, wenn man weiß, dass man eigentlich kein Verbrechen begangen hat und unschuldig ist, das ist ja unverständlich und unbegreiflich. Naja, ganz ehrlich, ich meine, die Wut, die kann man verstehen, wenn man weiß, wie es der Gastronomie gegangen ist und was da alles passiert ist, wie sie es im Bach abgedreht haben und dass man dann irgendwann natürlich eine Wut aufsteigen sieht und kriegt, das ist völlig logisch. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dazu gehört Mut, denn diese Wut nach außen zu tragen und dafür auch gerade zu stehen. Also das erfordert definitiv Mut, weil wie viele gibt es, die sagen, wir sind nicht ganz eurer Meinung, dass das, was da rennt, nicht richtig ist. Aber ich will ja bedeckt bleiben und ich will mir keine Schwierigkeiten machen und so weiter. Also Mut zu haben, ist definitiv was Erstrebenswertes, gerade in einer Zeit wie dieser. Die Alexandra Pervolescu hat einfach ein riesengroßes Herz und wahnsinnig viel Mut. Und man muss schon auch sagen, auf der einen Seite denkt man, weil sie sich so öffentlich gemacht hat, ist es klar, dass der Staat sie jetzt ordentlich unterdrückt und sie auch leider einsperren wird. Auf der anderen Seite natürlich fehlen Tausende, Hunderttausende Wirte in Österreich, die den gleichen Mut haben. Die haben sich kaufen lassen. So, ihr Lieben, bitte. Es ist die letzte Runde, weil ich muss jetzt dann... Erst in 5 Wochen wird Alexandra Pervolescu wieder an den Tresen zurückkehren und hoffentlich ihren Mut nicht verloren haben.